Moin, moin. Deutschland befindet sich im Coronavirus und alles ist anders. Wir arbeiten von zu Hause, auch ich heute mal. Und deshalb kommt dieses Video von zu Hause. Ja, mein Name ist Stefan Knecht. Ich bin Gründer und Inhaber von Fleet 40, die Einzelhandelsberatung aus Hamburg. Und ich gebe Gründerinnen und Gründern Tipps und Tipps für den beruflichen Alltag. Mein heutiges Thema ist ein Stückchen Brot. Was hat ein Stückchen Brot mit meinem nächsten Vlog zu tun? Das erfahrt ihr gleich, wenn ihr hier weiterguckt. Bis gleich. Wenn Gründerinnen und Gründer sich selbstständig machen, dann geht es um tausend Sachen. Name, Domain, Strategie. Will ich online verkaufen, offline? Wie will ich werben? Wie soll das Ding eigentlich nachher funktionieren? Und vor allem, will ich die Marke, sprich mein Logo, meine Wort- oder meine Bildmarke, will ich die Marke eintragen? Und speziell bei dem Stichwort Markeneintragung kommt jetzt die DPMA ins Spiel, das Deutsche Patent- und Markenrechtsamt. Das klingt ganz schön doll, ist aber extrem wichtig. Da gibt es Fachanwälte für, man kann sich aber durchaus auch selbst auf der Webseite tummeln, dpma.de. Ich blende den Link gleich nochmal nachher ein, dann kann man das nachschauen. Und da gibt es durchaus auch die Möglichkeit, eine sogenannte Markenrecherche zu betreiben. Weshalb das wichtig ist, wenn ich mich selbstständig mache, bevor ich das Ganze an den Start bringe, bevor ich also mein Logo auf eine Werbetafel drucke oder auf einen Kassenbon drucke oder auf Tüten oder auf Flyer oder auf Visitenkarten, weshalb das wichtig sein kann, vorher einmal zu gucken, ob es die Marke schon gibt, weshalb das sinnvoll sein kann, das erzähle ich euch gleich und das zeige ich euch gleich mal an einem Beispiel. Wie vor allem teuer das werden kann, wenn man da seine Hausaufgaben nicht richtig macht. Und dann gibt es natürlich noch so einen schönen Nebenaspekt, dass wenn ich trotzdem alles geprüft habe, ich habe also vorher recherchiert und die Marke wurde nicht eingetragen, dann heißt das nicht automatisch, dass ich jetzt den Namen eintragen kann, den ich gerade im Kopf habe oder die Marke, die Wort- oder die Bildmarke, sondern dann gilt es immer noch zu prüfen, gibt es vielleicht irgendeine Institution, die den Namen hat. Also steht diese Institution oder eine Band, in dem konkreten Beispiel, jetzt geht es schon langsam in die Richtung, wo ich gleich hin will, hat vielleicht eine Band einen deutlichen Namensvorsprung über 20, 25 oder in dem Fall sogar 30 Jahre aufgebaut, dann gilt das nämlich zuerst und dann kann ich auch versuchen, dagegen anzurennen, da werde ich verlieren. Was in diesem Fall hier in Hamburg einem Gründer passiert ist, der gedacht hat, er macht eine Bucketbude auf und nennt die sich einfach mal Fettes Brot Hamburg. So, für alle die, die musikalisch ein bisschen unterwegs sind, haben vielleicht schon mal mitbekommen, da gibt es eine Hip-Hop-Band, die heißt Fettes Brot Hamburg. Und warum das eine blöde Idee ist, eine Krockbude Fettes Brot zu nennen, das schauen wir uns jetzt an. So, hier haben wir die Seite. Fettes Brot Hamburg. Hier sehen wir den Facebook-Post der Band Fettes Brot Hamburg. Sehen ja auch die Reichweite, sehen die Kommentare und die geteilten Beiträge. Wir sehen hier auch ganz schnell, wie viele Menschen eine Bewertung abgeben und sich eher nicht so dafür aussprechen, dass man einen Namensklau betreibt. Das Ganze haben dann auch die Presse aufgenommen. Man sieht hier schon, werbewirksam wurde abgeklebt, aus Fettes Brot wurde nur noch Brot und er hat dann irgendwann ein Schild in die Kamera gehalten, medienwirksam. Jetzt ist er das einsame Brot. Kurze Zeit später gab es dann auch die einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg gegen den Betreiber, dass er eben nicht nur die Kommentare entfernen muss auf der Facebook-Seite, sondern er muss auch den Namen an seinem Laden wegnehmen und die Band Fettes Brot hat dann nochmal eine ziemlich genaue Stellungnahme auch geschrieben, nachzulesen auf deren Facebook-Seite, warum, wieso, weshalb und dass man versucht hat, eine gütliche Einigung hinzubekommen. So, nur zur Recherche, DPMA, Deutsches Patent- und Markenrechtsamt, unter dem Stichwort Markenrecherche, Namen eingeben, in dem Fall hier Marke Fettes Brot und dann gibt es eine Trefferliste, ich habe das mal hier vorbereitet. Diese Marke ist bereits gelöscht, hier unten sehen wir die Sandwich Bude und hier sehen wir, die neue Marke wurde eingetragen für die Band Fettes Brot in allen Nizza-Klassen. Man kann das ganz genau nachlesen. Da geht also jetzt der Kampf wirklich los. Ja, und zu guter Letzt, die Bewertung ist mittlerweile auf 3,2 abgerutscht. Bei Facebook passiert so gut wie gar nichts mehr.
Die Kommentare sind entsprechend schrecklich und ich glaube, dieser Betreiber hat der Facebook-Seite den Rücken gekehrt. Das ist das tragische Ende dieser Veranstaltung. So, weshalb eine gute Vorbereitung wirklich wichtig ist und vor allem Geld spart. Ich glaube, das ist jetzt rübergekommen. Und vor allem, welche negativen Wirkungen und Image das eigentlich hat in der heutigen Zeit. Es gab früher immer Marketingleute, die gesagt haben, negative Werbung ist gute Werbung. Ich halte das heute für brandgefährlich. Also, gute Vorbereitung ist wichtig. Recherchiert gut, besucht Seminare, geht zu Anbietern, fragt andere Unternehmer und Unternehmerinnen, welche Fehler sie begangen haben in der Anfangszeit. Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr eine gute Gründung hinbelegen. In diesem Sinne, bleibt alle gesund, stay safe, bis bald, euer Stefan Knecht.